Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und so eine große Tüte war heute angekommen vom Postboten. An der Farbe könnt ihr erkennen, EXO Collection oder EXO Collections, wie ihr das gerne möchtet. www.EXO Collections. Wie heißt die Webseite richtig? Ich muss mal lesen. Ich muss mal kurz lesen. www.exocollection.com. Ein neues Modell. Ich hätte es nicht gedacht. Bei mir auf dem Basteltisch gibt es ein neues Modell. Und zwar, es geht um folgendes Modell. Ich lese euch das mal vor. Der legendäre Lancia 037 Rallye Rennwagen. Guckt euch das an. So sieht das aus. Lieferung 1, das erste Heft. Und zwar, der Lancia 037 Rallye wurde für den Rennsport und die Rallye-Weltmeisterschaft entwickelt und erblickte im Oktober 1981 das Licht der Welt. Mit seiner hyperleichten Struktur und dem kurzen Chassis war er eine echte Bombe, gewann die Meisterschaft ab 83 und setzte sich bis 86 sechsmal durch. Diese leistungsstarke Rennmaschine ist das Bindeglied zwischen der vergangenen Zeit der großen Championinnen der 60er und 70er und der Zukunft des Rallye-Sports, die von der Gruppe B eingeleitet wurde. Als innovative Sportlerin wurde sie für den Wettkampf und für den Sieg geboren. Ein paar Daten. Ich habe mir das mal rausgeschrieben von der Webseite. Die Webseite werde ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung reinhauen und natürlich auch in die Videokommentare. Modell im Maßstab 1 zu 8, 50,2 cm lang, 22,1 cm breit und 16,1 cm hoch. Natürlich, wie wir das kennen, bei den Modellen aus Metall und Carbolitis und natürlich auch ein paar Plastikteile. Was natürlich gleich auffällt, ich hole ihn gleich mal raus, ein niegelnagelneuer Schraubentrecker. Ich zeige euch natürlich gleich einmal die Teile. Heute werden wir nur Bauphase 1 verbauen. Ich muss halt erstmal sacken lassen und das Ganze erst einmal übersetzen, weil die deutsche Bauanleitung ist noch nicht erhältlich auf der Webseite. Wird aber, denke ich mal, so wie bei allen anderen Modellen, dann später auch dort zu sehen sein. Das Heft, wie wir das kennen, alles in Französisch. Ne? Und natürlich alles über den Rennsport, über den Rallye-Sport. Ja, Rallye ist ja so langsam das ist schon das dritte Rallye-Auto. Und das vierte, was ich vorstelle, das eine war ja erstmal nur ein Test. Aber von EXO Collections haben wir auch schon die Alpinen im Bau hier auf meinem Kanal. Und jetzt kommt der Lancia dazu. Wir gucken uns gleich die Teile mal an. Ich habe das hier schon einmal ausgepackt, den ersten Deckel. Und sieht total geil aus. Gut, ich würde sagen, den Schraubentrecker haben wir schon rausgeholt. Wir holen die anderen Teile auch noch raus und dann präsentiere ich euch die Teile und dann gucken wir uns natürlich die Bauphase 1 an und bauen das dann auch zusammen. Schrauben sind nämlich auch dabei. Wir legen los! So, schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar ist das das erste Teil von der Karosserie quasi. Die Motorhaube ist hier dann später einmal extra. Dann haben wir einen Grillhalter, so habe ich das jetzt mal übersetzt. Von dem Frontgrill quasi. Der Frontgrill ist dieser. Ich muss erstmal mit der Pinzette das vorsichtig rausmachen. Hier. VX. Wofür steht das V? Ich weiß ganz genau, dass welche von euch da viel mehr Ahnung, viel mehr Plan haben. Dann haben wir ein Lüftungsgitter. Das ist dieses hier aus Plastik. Dann bekommen wir ein Gitterrost.
Oh, das ist schon ein bisschen verbögt, aber so war das in der Verpackung. Aber wenn wir das anschrauben, denke ich, oder vielleicht muss das ja auch so, ich weiß das ja nicht. Ich würde jetzt mal sagen, das muss nicht so, aber das sehen wir nachher gleich. Dann haben wir jetzt noch zwei Halterungen oder Laschen. Die haben wir hier. Sowie QM und KP Schrauben. So, dann wollen wir mal starten. Wir starten und zwar mit diesen beiden Bauteilen. Die anderen erst einmal beiseite. Legen uns das so hin. Wir können ja mal ein bisschen dichter zoomen. So. Legen uns das so hin. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Nupsis. Hier haben wir 5 Löcher. Kommt dann so rüber. Damit wir das VX hier schön sehen können. Oh, neues Auto ist das so. Das ist wieder. Das ist schon wieder so geil. Und noch ein Rallye-Auto. Oh, ist das der Hammer. Das wird nachher ein riesen Rallye-Regal. So, dann nehmen wir die Karosserie, das Frontteil der Karosserie. Wir fangen diesmal nicht mit einer Motorhaube an, wir fangen schon mit einer Karosserie an. Ne? Ein Martini. Geschüttelt, aber nicht gerührt. Oder wie war das? So. Den stecken wir jetzt hier vorne einfach rauf. Und dann wird das Ganze von innen mit KP-Schrauben verschraubt. Ich drehe das Ganze mal um, lege mir das aber mal auf die Zeitschrift und holen wir mal schnell die KP-Schrauben raus und nehmen natürlich gleich mal den niegelnagelneuen Schrubenträger. Kann man eigentlich gar nicht richtig sehen. Nehmen wir das so, weil jetzt schrauben wir ja erstmal hier die 5 KP-Schrauben rein. So, die erste haben wir schon und die zweite folgt sogleich. Haben wir alle schon mal gehört, ne? So, hier. Ich setze die erstmal alle nur an, noch nicht voll reinschrauben und dann natürlich immer abwechselnd links und rechts, links und rechts. So, machen wir die mal fest. Da müssen wir ja gleich nochmal wieder in die Bauanleitung zurückkehren, aber vorher schauen wir uns das natürlich gleich mal an, wie das jetzt hier aussieht. So. Ich muss auch selber auch mal gucken. Jo, geil. Das sieht ja fett aus. Und dann habe ich eben erst gedacht, hat da was durchgedrückt. Aber hier sind solche kleinen Nupsis, die haben mit den Schrauben aber gar nichts zu tun. Gut, so, wieder zurück in die Bauanleitung. Oh, Eingriff und die Sucherei geht los. Nein, haben wir gleich richtig erwischt. So, dann kommt das Lüftungsgitter. Kommt jetzt hier rauf. So, das muss natürlich richtig rumsitzen. Und da kommen gleich QM-Schrauben rein. Oh, die sind auch so lütt. Also schön vorsichtig auf dem Tisch auspacken. Die seht ihr natürlich gleich. Und ja, neues Modell, gerne nochmal neu erzählt. QM-Schrauben werden in Metall reingeschraubt, das heißt, sie schneiden selber das Gewinde und ich gehe da kein Risiko ein und deswegen benutze ich Schneidöl.
wenn ihr einfach mal sehen wollt. So ein ganz einfaches, ich habe hier dieses hier. Wo steht das? Hier steht Schneidöl. Welches man nimmt, ist eigentlich egal. Und dann geht das Ganze viel besser rein und man kann sich keine Schraube abbrechen. Ich will jetzt keine Angst machen, von wegen Schraube abbrechen, aber mir ist das schon mal bei meinem ersten Automodell passiert. Und seitdem nehme ich vorsichtshalber immer Schneidöl. Natürlich vorsichtig damit sein, also nicht zu viel. Und dann funktioniert das Ganze auch. So, jetzt gucken wir mal, wie rum wir das Ganze jetzt machen müssen, reinlegen müssen. Das ist dann tatsächlich doch ein bisschen verbogen. Das kommt dann hier so rüber. Na, gucken wir mal vorsichtig. Mal hinbiegen. Aber wirklich vorsichtig. Das ist kein... Das ist zwar wabbelig, aber nicht kein weiches Material. Hier haben wir, sieht aus wie ein Schlüssel, und hier diese Löcher, sieht aus wie ein Schlüsselloch. Die kommen dann quasi hier so rüber. Und dann haben wir die Halterungen. Auch die sehen, sie haben so eine Ausschnitte. Die kommen dann so rüber und auch die werden dann mit QM-Schrauben verschraubt. So, nur ansetzen erstmal und dann folgt natürlich die letzte Schraube von dieser Ausgabe. So, fest, passt, wackelt und hat Luft, auch fest. Und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Ja, super. So, ich gebe euch schon mal eine kleine Vorschau auf Ausgabe 2. Da bekommen wir dann die Motorhaube. Na, also, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich muss das erstmal hier sacken lassen. So, wie heißen die beiden Rallye-Fahrer? Es sind Finnen. Ne, Finnen gibt es ganz viele gute Rallye-Fahrer, aber nicht nur Finnen gibt es gute Rallye-Fahrer. Nein, ne, wir kennen auch noch ein paar Deutsche. Aber in dem Falle sind das hier zwei Finnen. Einmal M. Ahlen und I. Kivimaki. Mir sagen die beiden nichts, aber ist auch egal, ist ja schon ein paar Jahre her, wo die gefahren sind. Und ja, also wir können schon mal erahnen, hier, was das mal werden soll. Na, also Lancia 037 von XO Collection. So, packen wir das mal einmal kurz beiseite. Und zählen mal durch von XO Collection. Wir hatten schon den Peugeot am Start, wir hatten den Volvo am Start, wir haben den Porsche 917 kH am Start, wir haben die Alpine am Start und jetzt die Lancia. Das ist schon das fünfte Auto auf diesem Kanal von XO Collections. Ja, ich hoffe, das geht so weiter. Ja, mal sehen, wann dann die nächste Lieferung kommt. Aber bevor die nächste Lieferung kommt, wollen wir natürlich erst die anderen Bauteile verbauen. Hier haben wir dann Ausgabe 2. Schon mal so luschern. Muss ich jetzt mal meine Brille aufsetzen. Ich hätte mal weiter gucken sollen. Ausgabe 3. Da wird dann ja mit der Front auf jeden Fall weitergemacht. Auch noch ein paar Lampen werden eingebaut. Die haben Löcher, das heißt, gibt es Beleuchtung. Und Pirelli. Pirelli sind das Slicks. Also, das erste Rad,
Ja, also haben wir quasi die vordere Front nachher nach Bauphase 1 und das erste Rad. Und das ist ein offizielles Lancia-Produkt. Ich glaube, ich baue morgen gleich weiter. Mit dem niegelnagelneuen Schrubenträger. Gut, der ist, da, ist dabei. Also man braucht sich am Anfang nicht gleich einen kaufen. Der ist auf jeden Fall dabei. Wie schwer der wird, kann ich so genau nicht sagen. Aber wenn man schon so die erste Lieferung in den Händen hält, es ist schon ein bisschen was. 50 cm. Oh, ja, liebe Leute, das war dann die Vorstellung vom Lancia 037 von IXO Collections oder IXO Collection. Schaut doch mal auf die Webseite, schaut euch das an. Auch alle anderen aufgezählten Modelle, die ich gerade so aufgezählt habe und noch mehr, sind verfügbar auf der Seite. Also da ist, ja, da bleiben keine, fast keine Wünsche offen. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr auf jeden Fall das hier reingeschaltet habt. Ich bin ja immer noch von den Socken, dass mich dieses Modell hier erreicht hat auf meinem Basteltisch. Und ja, ich würde sagen, es würde mich freuen oder es freut mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in beim Rallye-Sport. Ne? Bis dann, tschüss.